Hey Leute, Naruto Elementi und heute wieder ein Info-Video über die Micro-Items. Das ist das neue Update, was heute rauskommen ist und für PS3-Leute oder also und PC-Leute, also die auf dem PC und auf der PS3 spielen, für die kommt's unbekannt raus. Wahrscheinlich in einem Monat, denke ich, wie die ganzen DLCs. Und man sieht schon, Nuketown ist kostenlos, ein Modellhaus, bla bla bla. Beschreibung halt und man kann es gratis, da steht Kosten gratis, ich hab's aber schon, weil ich es vorbestellt habe. Und Zombies kann man um 400 kaufen, das ist ja super. Ja, es ist super. Dann gehen wir weiter zu den Personalisierungspacks. Also sind die ganzen Waffen-Kamos, wie man das sieht. Man kriegt drei Visiere dazu, eine Visitenkarte und eine Waffentarnung für alle Waffen, die man sofort freigeschalten hat im DLC-Bereich von den Waffen. Das zeige ich euch alles noch später. Man sieht da alle, ein paar habe ich mir schon gekauft. Aber dann ist mir das Geld ausgegangen, ja. Nein, weil ich ein paar Punkte nach oben gehabt habe auf der Xbox und das geht schon. Es gibt Paken-Tarnung und die anderen Sachen auch noch. Könnt ihr ja kurz stoppen, wenn ihr es anschauen wollt, aber ja. Dann gehen wir weiter zu den Visitenkarten-Packs. Das ist für jeden Kontinent. Ja. Für jeden Kontinent gibt es da die ganzen Flaggen, Deutschland und Zeugs halt. Dann extra Plätze-Pack, das habe ich schon. Das kriegt man ur viele Plätze dazu. Klassen-Editor-Sets kann man um 10 erweitern und sind dann insgesamt 7 Klassen-Editor-Plätze. 100 Klassen-Editor-Plätze, die man frei hat. Aber ja, da ist noch irgendein Problem dabei. Wartet, falsch drückt so. Klassen-Editor, da oben steht, seht schon mal, das neue Klassen-Editor-Set kann man wechseln. Also man kann sich 100 Plätze machen, die man dann für immer behaltet. Und man kann vor dem Match hin und her wechseln und sagt, jetzt habe ich ein Team Deathmatch drinnen und Herrschaft oder für nahe Maps oder kurze Distanz, zweite Distanz auf hohen Killstreaks und Zeugs. Kann man zuerst noch geschwind wechseln hin, kann man auch umbenennen. Die Klassen-Editor-Sets und Zeugs. Dann die Tarnungen. Nehmen wir uns mal irgendeine SMG her. Seht ihr die ganzen normalen Tarnungen. Emblem kann man drauf tun. Und da die ganzen neuen Tarnungen. Speck-Tarnung, Zombie-Tarnung, Zeugs. Tun wir Zombie-Tarnung drauf und schauen wir kurz mal in irgendeine Runde rein, dass ich es euch zeige. Ich habe selber noch nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt selbst gespannt, wie das ausschaut. Ja, Visitenkarten wollte ich euch noch zeigen. Ja, ist egal, zeige ich euch dann nachher. Ja, aber ich glaube, ihr wisst, wie die ausschauen. Visitenkarten sind das einfach. Leider kommt sie PlayStation und PC-Leute später raus. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist ziemlich unnötig. Wahrscheinlich denke ich mal einen Monat später. Was ist da los? Hallo? Boah, was ist da los? Kommt später raus. Wahrscheinlich einen Monat, weil die DLCs auch in einem Monat später rauskommen sind. Vielleicht ein bisschen früher, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass es früher ging, weil dieser Deppert heißt. Ja, keine Ahnung. Beenden wir geschwind die Runde, ich zeige euch die Visitenkarten und dann starten wir rein und beenden das Video dann, wie ich euch die Kamo zeige. Da haben wir die Klassen-Editor-Sets. Tun wir gleich da auf die Sniper. Zombies drauf, keine Ahnung, warum Zombies sind cool. Tun wir noch drauf. Bacon-Tarnung. Tarnung. Tun wir da noch drauf die Ding-Tarnung. Dann bringen wir. So passt. Achso, den. Wo sind sie? Kaserne da. Da seht ihr die ganzen Tarnungen, die ich schon habe. Bacon-Tarnung, Zombies und Zeugs. Und da unten die ganzen Flaggen von den Ländern. Über 213 gibt es dann. Jemen. Starten wir mal rein. Düm, 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 düm. Ich zeige kurz die Waffen durch, wie es ausschaut. Ich hoffe, sie schauen cool aus. Boah, ist laut. Aufgrind, natürlich. Erst was ist da los? Hoffentlich passt der, ja, passt. Die Tarnung, es wird immer spannender. Sehen wir die Tarnung? Ja, sind die Zombies. Okay, schaut eigentlich relativ cool aus, aber man sieht auf der Balista nicht wirklich gut. Ja, gehen wir weiter zur Bacon-Tarnung. Natürlich sieht man auf den anderen Waffen wahrscheinlich besser. Bam, hier. Yeah. Oh, Bacon. Da schaut alles irgendwie anders aus. Schaut mal auf das graueartige Ding, das schaut auch komplett anders. Die Ziele auch cool. Ah ja, die Ziele kann man ja auch umtun, das habe ich noch vergessen jetzt, aber. Ja, Bacon. Dann gehen wir weiter zu dem Ding. So, das bringt mich schneller um, passt. Die Ziele habt ihr eh schon zuerst gesehen, aber die schaut cool aus eigentlich. Naja, es geht. Schaut irgendwie komisch aus, aber. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Like drücken.
Wenn es euch nicht gefallen hat, habt ihr Pech gehabt. Ja, Like drücken, wenn es euch gefallen hat, oder sogar abonnieren, dass ihr keine Videos verpasst. Ich werde vielleicht ein Gameplay heute releasen oder weiß ich, keine Ahnung, irgendein anderes Video vielleicht noch, wenn ich genug Zeit habe. Aber ja, danke fürs Zusehen und tschüss.